jetzt glänzt der lieben Sonne Strahl. Halleluja, 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 Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der wahrhaft von den Toten erstanden ist, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, am Donnerstag der vierten Osterwoche dürfen wir uns versammeln und gemeinsam Gottesdienst feiern. An den Bildschirmen und eine Vertretung der katholischen Frauenbewegung heute bei der üblichen Frauenmesse am ersten Donnerstag im Monat. Die ersten Schritte in das gewohnte, normale zeichnen sich ab und da sind wir sehr froh darum. Was vielleicht nicht mehr so gewohnt ist, ist, dass wir es noch bewusster miterleben dürfen, jetzt bei einer heiligen Messe dabei zu sein. Möglicherweise sogar das erste Mal in dieser Osterzeit. Diese Wertschätzung des Gottesdienstes, des Gemeinsamen, ist eine Frucht. Diese Krisentage, behalten wir sie uns. Wir sind im Marienmonat Mai. An ihrer Hand lasst uns bitten und beten, Dank sagen und hinbringen, wo wir hinter unserer Berufung zurückgeblieben sind. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine größere Würde, als er sie am Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe, segne alle, die im Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben und erhalte sie in deiner Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und dem Propheten schickten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Der Gott des Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, in Ägypten. Er hat sie mit hocherhobenem Arm von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. 7 Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben, für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben, bis zum Propheten Samuel.
Dann verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündigt. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Singen die dritte Strophe zum Antwortgesang. Sag an Maria, Jungfrau rein, Halleluja. Kommt das nicht von dem Sohne dein, Halleluja. Ach ja, dein Sohn erstanden ist, Halleluja. Kein Wunder, dass du fröhlich bist, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Jesus Christus, du bist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Du liebst uns und hast uns von unseren Sünden erlöst durch dein Blut. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe, um einen Platz vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Jesus antwortete ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, die ihr mitfeiert, liebe anwesende Vertretung, die Tage unserer Glaubensimpulse gehen zu Ende, denn je mehr wieder teilnehmen können am Wochentagsgottesdienst, umso mehr müssen wir uns auch wieder einfügen in das Tagewerk, das jedem anvertraut ist. Aber noch haben wir ein wenig Gelegenheit. Und ich hoffe, ihr habt genauso Geschmack schon bekommen, wie euer Pfarrer sich vom täglichen Wort Gottes
so nähren zu lassen in der Seele, dass da eine Kraft und eine Klarheit ausgeht und vor allem auch eine Erkenntnis, was haben wir denn als Christen der Welt, jedem Menschen, unabhängig welchen Glauben er hat, anzubieten. Ja, Stück für Stück, erinnert euch das Wort vom Sonntag, wir hören auf die Stimme des guten Hirten. Heute hat er ganz große Trostworte zu uns gesprochen. Ich musste übrigens schmunzeln in der Apostelgeschichte, nicht, wenn es da heißt, hast du ein Wort des Trostes für uns? Und dann sprudelt der heilige Paulus gleich die ganze Heilsgeschichte des Alten Testamentes heraus und endet dann bei Jesus. Also ihr merkt schon, den Predigern geht es allen ziemlich gleich und das seit 2000 Jahren, wenn nur das Herz voll ist von der frohen Botschaft. So viel zur Vorbemerkung. Aber das Lebendige und Brauchbare für uns, Wort für Wort, Tag für Tag. Ich habe mir jetzt angewöhnt, nicht immer zu schauen, was haben wir gestern gehört. Denn mit einmal hören nimmst du es nicht auf. Gestern war das Leben im Licht, wo Jesus gesagt hat, ja, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit niemand in Finsternis bleiben braucht. Der eine Satz ist ja schon gewaltig. Ja. Wir hatten als Bild mitgenommen für gestern, wie Jesus dasteht und mit seinen Worten uns das Licht der Liebe Gottes zeigt, das Licht des Himmels zeigt und wir anfangen können, im Blick auf dieses Licht zu leben. Und das ist dann schon das Tageswort gewesen. Habe ich gestern im Blick auf das Licht des Himmels gelebt? Habe ich an seine Worte gedacht, an die Worte Jesu und damit, an seine Stimme und damit war ich in diesem Licht? Und das macht doch das Leben ganz anders, als wenn ich an solche Wirklichkeiten nicht denke. Und nicht mit dem Wort, da sind wir bei der Stimme. Jesus hat es gestern gesagt, wer mir nicht glaubt, ja, oder wer meinen Worten glaubt, der hat das ewige Leben. Ja. Wer mich glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat. Immer wieder betont der Johannes, der Jesus ist nicht mit seinen eigenen Ideen gekommen, der kommt von Gott. Ja, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. In Jesus sehen wir Gott, diese Dauerfrage, ja, wenn ich Gott sehen würde, würde ich glauben, die gilt seit 2000 Jahren nicht mehr. Wir können Gott schon sehen, sagt Jesus. Ja. Und dann dieses Wort auch noch, wer meine Worte nicht annimmt, ja, den richte nicht ich, denn ich bin gekommen, um zu retten, um alles ins Licht zu bringen. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird die Menschen richten, ja. Wer mich verachtet und meine Worte nicht befolgt, hat er gestern gesagt. Könnt ihr euch überlegen, wie viel das so leben momentan. Ja? Der wird durch dieses Wort gerichtet werden am Ende der Tage, also wenn er stirbt. Denn er hätte schon alle Erkenntnis haben können, wenn er hingehört hätte, wenn es ihm verkündet worden wäre. Ja? Das sind schon gewaltige Wahrheiten, die da Jesus uns Tag für Tag momentan sagt. Nicht? Und er hat gestern geendet mit, was ich euch gesagt habe, sage ich euch so, wie es mir Gott aufgetragen hat, der mich gesandt hat. Ich sage euch nur das, was er mir gesagt hat. Ja? Und sein Auftrag ist ewiges Leben. Die nächste Perle für uns. Nicht? Auch wieder das Wort vom Sonntag. Ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Ewiges Leben. Jetzt hat jeder gezeigt, dass er Angst hat um sein irdisches Leben. Ja, hier gibt es das ewige Leben. Ganz klar, keine Theorie, keine Fantasie, Offenbarung der Wirklichkeit Gottes. Merkt ihr die Reichtümer, die jetzt deutlich werden, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns damit zu befassen? Ja? Also wuchtig. Leben im Licht des Himmels, das uns durch die Worte Jesu zu leuchten begonnen hat. Und siehe da, der Papst Franziskus hat gestern genau das Gleiche auch wieder aufgegriffen und in wuchtigen Worten gesagt. Er sagte, Jesus hat gestern seine Mission erklärt, dass er das Licht ist, damit niemand mehr in der Finsternis bleiben muss. Ja? Das ist schon vom Prophet Jesaja vorausgesagt worden. Das Volk, das im Finsternis ist, sieht ein helles Licht. Es war die Verheißung des Lichtes, die der Prophet Jesaja gesagt hat. Ein Licht, das die Menschen erleuchten wird.
Und genauso wie die Sendung Jesus es ist, dieses Licht zu bringen, sagt der Papst dann dazu, ist auch die Sendung der Apostel, also von uns Gläubigen, Jüngern, von uns Getauften. Wir sind die Lichtträger in diese Welt. Ich glaube, ich brauche es jetzt gar nicht recht erwähnen, zumindest die Schönauer und Bierbacher wissen es. Aha, unser Jahresthema kommt jetzt so richtig heraus. Durch Jesu Licht dürfen wir Licht werden. In dieser Welt schon, im Licht der Ewigkeit leben, im Licht des ewigen Lebens leben. So weit, so gut. Aber jetzt ist dann spannend geworden und ist es auch spannend für uns, denn der Papst macht dann darauf aufmerksam, es gibt das Drama der Ablehnung, das Drama der Finsternis in unserer Welt. Ja? Denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, hat es vor einiger Zeit geheißen, denn ihre Taten waren im Finstern, also egoistisch. Wir reden hier von der heidnischen, unerlösten Welt. Ja? Wie weit die bei uns da ist oder woanders, das kann man selber schauen. Aber solange du nicht auf das Licht Gottes ausgerichtet bist, bist du im Finstern. Und im Finstern geht man irgendwo hin und meistens stößt man sogar an. Der Papst sagt das ganz deutlich. Es gibt dieses Drama, das Licht Jesu wird nicht gleich angenommen. Es wird von vielen abgelehnt, weil es würde ja dann sichtbar werden, dass sie selber bis jetzt nicht im Licht gelebt haben oder zumindest Teile davon im Dunkeln leben. Ihr wisst jetzt die Erklärung, wenn es immer heißt, ich habe keine Sünden. Das heißt nur, ich will meine Sünden nicht anschauen. Mehr heißt das nicht, sagt die Bibel auch einmal. Ja? Wer sagt, er ist immer im Licht, der lügt sich selbst was vor. Und jetzt sagt der Papst, wenn die Menschen so Sklaven der Finsternis sind, dann haben wir hier den Kampf Jesu. Denn Jesu kämpft um jeden Einzelnen, dass er ins Licht findet. Haben wir gehört, der gute Hirte, der jeden kennt. Ja? Er will uns helfen, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind. Er will uns die Freiheit Gottes sehen lassen, er will uns die Wahrheit Gottes sehen lassen, Gott, lauter gute Dinge. Ja? Aber dass uns das klar ist, da stehen wir drinnen. Und er hat gestern ja schon 5 Bereiche uns aufgezählt, passt auf, wenn ihr da drin steckt, dann könnt ihr nicht zu Jesus gehören, zu seiner Herde. Wisst ihr es noch, die 5 Bereiche? Ja, wenn ihr dem Reichtum nachläuft, dann gehört ihr dem Herrn dieser Welt, wenn ihr euch als Materielle fixiert. Ja, wenn ihr Starrheit im Herzen habt, ja, wenn ihr ganz buchstäblich macht wie die Pharisäer, das ist nicht der Geist Jesu. Wenn ihr Lauheit in euch habt, sagt der Jesus, ja, Lauheit im Glauben, Trägheit, nicht einsetzt dafür, da seid ihr nicht in der Herde Jesu. Ja. Wenn ihr euch selbst zum Maß aller Dinge macht, wenn ihr bestimmt, wie es geht und nicht auf Jesus verweist, das nennt man Klerikalismus, das haben Pfarrer und das haben Laien, das ist nicht die Art der Herde Jesu. Und wenn ihr zu verweltlicht seid, ja, wenn ihr euch nur ins Irdische schaut, das trennt uns auch von Jesus und seiner Geistigkeit. Eine falsch verstandene Freiheit, Freiheit ohne Gott. Das hat er uns vorgestern gesagt. Und gestern hat er nochmal 3 Punkte aufgezählt. Passt auf, was hält euch in der Finsternis? Was sind Lebensräuber? Wisst ihr, was er gestern gesagt hat? Nochmal so ähnlich. Aber doch einmal noch wichtig, das neu zu hören. Er sagte, die Laster, die machen unsere Augen blind. Was heißt das? Also das, wo wir im Egoistischen stecken, das will ich haben und um das geht es mir, das sind dann die Laster, wo ich mich nicht öffne, dass ich verfügbar bin, sondern für mich was will. Dann sagt er noch als zweites, eben dieser weltliche Geist. Das ist so zu tun, als ob wir nur hier auf der Erde leben würden. Und als dritte sagt er noch der Stolz. Das macht die Augen auch blind, ja, wenn ich mir nichts sagen lassen will, weil ich der Maßstab aller Dinge bin. Also so wuchtig hat uns der Papst gestern in die Praxis geführt, damit sich erfüllt, was die Worte Jesu uns sagen möchten. Lerne durch meine Worte im Licht der Wahrheit Gottes zu leben. Und die Wahrheit wird dich frei machen und glücklich machen.
Es geht immer darum, zu erkennen, Jesus ist von Gott gesandt, zu erkennen und zu glauben. Jesus ist von Gott gesandt und er zeigt uns die ganze Wirklichkeit Gottes. Und das ist natürlich das, was wir heute gehört haben. Darum habe ich es jetzt noch einmal so ausgeführt. Heute hat er genau das gesagt. Übrigens kurz vor seinem Sterben. Das ist schon in den Abschiedsreden heute. Ja. Darum sagt er auch, lasst euch nicht verwirren in eurem Herzen. Auch nicht durch das Sterben, durch den Tod. Ja. Ich habe euch doch gezeigt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das ewige Leben. Das ist mir gestern beim Begräbnis klar geworden. Die ganze Menschheit ist ein Berg und es gibt so viele Wege, diesen Berg zu besteigen. Verschiedenste Religionen und Kulturen und Einzelschicksale. Aber der Berg endet immer oben beim Kreuz Jesu. Und nur durch das Kreuz Jesu hat der Mensch Zugang zum Himmel, weil Jesus eben Gott ist, Gottes Sohn. Und weil seine barmherzige Liebe uns die Tür dorthin öffnet und alles wegnimmt, was uns hindert, in den Himmel zu kommen. Schon gewaltig. Aber das ist die Botschaft, die er uns gebracht hat. Gott selbst kommt uns zu Hilfe, damit wir da eintreten dürfen. Auch das hat der Papst gestern schon erwähnt. Der Übergang aus der Dunkelheit, dass man Gott nicht kennt, ins Licht seiner Wirklichkeit, das ist in der Taufe angedeutet. Das ist uns bei der Taufe gesagt worden. Und der Paulus hat es ja vorgelebt, der war ganz im Dunkeln und dann im Licht Jesu war er blind, geblendet. Zuerst hat ihn die Dunkelheit geblendet, dann das Licht, er konnte es noch nicht anschauen. Aber in der Taufe ist er wieder sehend geworden. Das ist der Grund, warum die Eltern eine brennende Kerze in die Hand bekommen, hat der Papst gesagt bei der Taufe. Um uns zu erinnern, wenn du dich jetzt in die Schule Jesu begibst und mit seinen Worten, dann wirst du sehend werden für die ganze Wirklichkeit des Himmels. Das sind schöne, schöne, schöne Angebote, die uns Jesus reicht. Heute hat er es zusammengefasst in dieses eine. Ich bin der Weg. Ich zeige euch die Wahrheit Gottes und ich führe euch hin zum Leben in Fülle, zum ewigen Leben. Und das lasst uns heute mit Dankbarkeit mit hineinnehmen in den Tag. Wir wollen im Blick auf die Liebe Gottes, sein Herz, das Haus Gottes, im Blick auf die Liebe Gottes, die uns Jesus offenbart hat, unseren Weg gehen und möglichst viele helfen, dass sie auch diesen Blick bekommen. Amen.